So, hallo meine lieben Fische und Fische-Aszendenten, ja auch. Ich möchte jetzt mal gucken, was haben wir denn an Highlights, an Tendenzen für euch im Juli? Denkt bitte daran, das sind allgemeine Tendenzen für euer Sternzeichen. Wir haben bei euch für die Liebe im Juli, ab 18. Juli bis dann wirklich in den August hinein eine schöne Phase. In dieser Zeit ist der Kuschel- und Genussfaktor besonders hoch. Wenn ihr jetzt jemanden kennenlernt, kann es schnell intensiv werden und man fühlt sich nicht nur körperlich zueinander hingezogen, sondern hat sich auch seelisch viel zu geben. Vom 24. bis zum 30. Juli können Liebeserlebnisse ein wenig unberechenbar sein und oder sehr unter die Haut gehen. Es ist wichtig, dass ihr euren Liebespartner, Partnerin vertrauen könnt. Wenn ihr Kinder habt, kann diese Phase ganz schön aufregend werden. Beispielsweise, wenn sie euch die erste große Liebe vorstellen und es nicht das ist, was ihr euch gerade vorgestellt habt. Also, wenn ihr eure Vorbehalte überwindet, können Erfahrungen mit außergewöhnlichen Menschen in dieser Zeit sehr erfüllend sein, meine Lieben. Dann haben wir Karriere und Finanzen für euch und zwar ab 20. Juli bis dann Anfang August eine gute Zeit, um Pläne zu schmieden. Analysiert eure Arbeitssituation und schaut, ja, wo es Optimierungsmöglichkeiten gibt. Ihr müsst das nicht direkt umsetzen, sondern es reicht erst einmal ein Entwicklungskonzept aufzustellen. Das hilft euch, ja, in der nächsten Zeit eure Ziele im Auge zu behalten. Vergesst nicht, Zwischenziele zu definieren, damit ihr demnächst auch das Erreichen von Etappen bemerkt und gebührend feiern könnt, meine Lieben. Gesundheit und Vitalität für euch vom 5. bis 22. Juli. Die perfekte Phase für etwas Sommererholung. Euer Vitalitätshaus ist gut besucht und die Sonne, die hoffentlich auch kräftig scheint, pumpt euer Selbstvertrauen und Entspannung und Bewegung sind in Balance. Ihr fühlt euch körperlich stark und weniger müde, wenn ihr ein neues Produkt, zum Beispiel elektrisches Massage oder auch Enthaarungsgerät, testet oder testen oder eine Ernährungsumstellung beginnen wollt, dann ist die Zeit jetzt dafür günstig, meine Lieben. Ja, das war's dann von mir aus wieder. Ich wünsche euch natürlich trotzdem einen, ja, tollen Juli. Wünsche euch nachher gleich ganz viel Spaß noch bei eurer Legung und verbleibe denn bis zum August, meine Lieben. Ciao!